Das Thema, das ich heute mit Ihnen anschauen möchte, ist: Christen sind Licht vom Licht. Wie komme ich zu diesem Thema? Das Licht ist für alle Menschen von Bedeutung. Und würde uns nicht die Sonne Licht und Wärme spenden, wäre die gesamte Schöpfung nicht so am Leben, wie wir sie kennen. Ich beginne mit einem Vers aus dem Buch Genesis. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Also, das Licht erschaffen war die erste Tat am ersten Tag, wie wir es berichtet bekommen. In Bildsprache. Nun, wir haben hier ganz deutlich vor Augen, dass es ein geschaffenes Licht gibt. Die Schöpfung selbst lebt von diesem geschaffenen Licht. Wir kennen aber auch aus der Heiligen Schrift ein Wort, zum Beispiel aus dem Johannes Brief, erstes Kapitel: Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Also Gott selbst ist auch Licht. Wir haben heute vor uns zwei Arten von Licht: das Licht, das Gott selbst ist, und das Licht, das wir mit unseren leiblichen Augen, mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Im großen Glaubensbekenntnis beten wir auch, dass wir an Gott und an seinen Sohn glauben, an den Herrn Jesus Christus, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht. Und dann beten wir auch noch, dass er eines Wesens ist mit dem Vater. Der Sohn ist praktisch auch dasselbe Licht, dürfen wir sagen, das der Vater ist. Nochmals, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Eine wunderbare Sache. Und ich habe vor mir einen Gedanken von Albert Einstein, der sagt, er kennt keinen Menschen, der so ohne Dunkelheit war, außer Jesus Christus. Albert Einstein, ein Physiker, ein Wissenschaftler aus dem jüdischen Volk, er verehrte Jesus sehr und hat einfach zum Ausdruck gebracht: Nirgends ist so viel Licht wie in Jesus. Ich möchte gleich noch einen, sage ich mal, einen Wissenschaftler der menschlichen Seele zu Wort kommen lassen, nämlich Carl Gustav Jung. Der sagt, und da sind wir jetzt bei unserem spirituellen, geistlichen Erleben, der sagt: In religiösen Dingen kann man bekanntlich nicht verstehen, was man nicht innerlich erfahren hat. Wenn wir jetzt in der Folge auch vom Licht in uns sprechen, dann werden im Besonderen jene hellhörig sein, die das Licht in sich kennen. Und wir dürfen den Heiligen Geist selbst, und wir sind bei der dritten göttlichen Person. Wir haben den Vater,
als das Licht. Wir kennen den Sohn, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir werden dazu noch einiges hören. Und es ist der Heilige Geist, die dritte göttliche Person, die unsere Herzen erleuchtet. Der Heilige Geist gibt uns Licht, und zwar ein Licht, das wir beginnen, in diesem Licht uns so zu sehen, wie Gott selbst uns sieht. Ich sagte, wir beginnen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Aber ein ganz besonderes ist schon, dass wir uns als Kinder Gottes sehen. Ich werde auch später noch den heiligen Johannes von Kreuz zu Wort kommen lassen, der davon spricht, dass dieses Licht, das Gott selbst ist und dass dieser Gott in uns wohnt und somit ein ganz helles Licht in uns ist, dass dieses Licht uns eigentlich auch blendet, weil es zu hell ist für den noch nicht bereiteten Menschen. Es ist zu hell für den Menschen, der noch einen trüben Blick hat, der noch nicht gereinigt und geläutert ist, der noch nicht herangewachsen ist zur Vollgestalt Jesu Christi. Wir sind in der Gottesbegegnung, und Gott ist der ganz Heilige. Wir sind in der Gottesbegegnung mit einem Licht beschenkt, welches uns eigentlich zu viel ist, zu groß ist. Und trotzdem, wir leben von diesem Licht und dieses Licht tut etwas mit uns. Also auch die Erkenntnis, die Selbsterkenntnis, wir sprechen von Erleuchtung. Diese Erleuchtung führt dazu, dass wir, ich sagte es schon, uns als Kinder Gottes verstehen und begreifen, dass wir aber auch sehr deutlich wahrnehmen, dass wir noch nicht vollständig entfaltet sind in unserer Gotteskindschaft oder in unserer Angleichung an Jesus. Wir stellen noch fest, da gibt es noch einiges umzugestalten. Ich möchte noch aus der Heiligen Schrift über das Licht sprechen. Im Psalm 34 lesen wir, blickt auf zu ihm, also zu Gott, so wird euer Gesicht leuchten und ihr braucht nicht zu erröten. Also aufschauen zu Gott, das wird uns zu leuchtenden, zu strahlenden Menschen machen und beruhigt sein, wir brauchen nicht zu erröten. Es wird uns nämlich die Zuversicht und die innere Gewissheit gegeben, dass es zwischen Gott und uns gut ist und dass es trotz der Unvollkommenheiten gut ist. Ja, ich möchte sagen, sehr gut ist. Das Wort Gottes sagt uns die Heilige Schrift, im Psalm 119, es ist unserem Fuß eine Leuchte, ein Licht für die Pfade. Wörtlich, dein Wort, Gott, ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Also, das Wort Gottes wirkt erhellend. Das Wort Gottes gibt uns Ortskenntnis, möchte ich sagen, so kennen wir uns aus. Das Wort Gottes gibt uns Orientierung. Es ist ein Licht für meine Pfade. Wir haben diesen Lichtbegriff auch als Synonym, als Gleichsetzung, als Vergleich für das Erhellende, das uns durch das Wort Gottes gegeben wird. Oder durch den Propheten Jesaja wird uns gesagt, der Herr ist dein ewiges Licht.
dein Gott, dein strahlender Glanz. Also wenn es Licht gibt bei dir, wenn du im Licht lebst, dann ist das dein Gott, der dir, man beachte, ewiges Licht gibt. Nicht nur für diese Welt. Und beim Propheten Jesaja Kapitel 58, wir werden es in der Fastenzeit auch wieder hören, dass nämlich die rechte Haltung den Mitmenschen gegenüber dazu führt, dass der Mensch selbst, sagen wir, in eine seelisch sehr gute Verfassung kommt. Da wird gesagt, wenn wir uns sozial gut verhalten, den Mitmenschen tatsächlich wertschätzen und auf seine Bedürfnisse achten, praktisch ihm das zukommen lassen, was er braucht. Brot austeilen heißt hier Dach geben dem Obdachlosen, Kleidung geben dem Nackten. Dann heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und die schöne Verheißung dazu, deine Wunden werden schnell vernarben. Wunderbar. Also unsere Beziehung, unsere Einstellung und Haltung zum Nächsten hin wird für uns lichtbringend sein. Habe ich eine aufrichtige, wohltuende Haltung dem Nächsten gegenüber, wird es hell in mir, in meinem Herzen. Und nochmals, deine Wunden werden schnell vernarben. Es wird nämlich das in deinem Herzen, in deiner Seele gesund, was vielleicht andere dir an Verletzung zugefügt haben oder auch was du selbst dir an seelischer Verwundung angetan hast. Immer wenn wir nicht der Seele und dem Licht der Seele entsprechen, verletzen wir die eigene Seele. Und sind wir aber in unserer Beziehung zum Nächsten aufmerksam, und Jesus sagt uns später ja, dass das sogar eine Begegnung mit ihm ist, wenn wir dem Nächsten gut begegnen, sind wir dem Nächsten gegenüber aufmerksam, dann wird unsere eigene Seele gesund. Es heißt dann, genauso noch beim Kapitel 58 bei Jesaja, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Ich fasse kurz zusammen. Gott selbst ist Licht, das ungeschaffene, ewige Licht. Der Sohn selbst ist Licht. Der Heilige Geist ist der Erleuchtende für uns. Und immer wenn wir selbst die Wahrheit, die Liebe und das Lebensfreundliche verwirklichen, wird es hell in unserer Seele. Da kann sich sozusagen Gott selbst in uns entfalten. Es wird die Wahrheit, die Liebe nicht unterdrückt in uns. Ich möchte noch hinzufügen, es wird das Leben nicht unterdrückt. Und wir kennen nämlich auch aus der Heiligen Schrift, dass Licht selbst, also Jesus selbst, er ist das Leben. Und das Licht ist das Leben. Im Johannesevangelium, erstes Kapitel, wir hören es ja immer an Weihnachten, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Nochmals, wir sind immer dann dem Licht gegenüber offen und das Licht kann sich uns schenken, kann einstrahlen in uns, wenn wir dem Leben, der Liebe und der Wahrheit Raum geben. Da wird die Seele, das Herz des Menschen, das Leben des Menschen wird erleuchtet, wird gesund
und entfalten sich. Ich lade Sie ein, über dieses Wort Licht, über dieses Bildwort, über dieses Urwort auch aus der Heiligen Schrift nachzusinnen und mal die Augen zu schließen und so das eigene Licht und das Licht, das Gott in ihrer Seele wirkt, dass sie dieses Licht so strahlen lassen und dass sie sich von innen heraus belichten lassen. Wir kennen alle, so nehme ich an, Krippendarstellungen, in denen das Jesuskind, das Neugeborene in der Krippe liegt, die heilige Familie und vielleicht die Hirten um es vereint. Und da gibt es ganz beeindruckende Darstellungen, wo das Jesuskind ganz, ganz hell ausstrahlt und die Gesichter, zum Beispiel der Eltern, ganz hell erstrahlen. Ein Hinweis, dass erstens Jesus selbst das Licht ist, und ich darf jetzt nochmals wirklich den Albert Einstein, 1955 verstorben, ein Physiker, der mir grundsätzlich sehr sympathisch ist, den darf ich nochmals zitieren. Er sagt: Es hat sich keiner so ausgedrückt wie Jesus. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Da gibt es kein Dunkel in Jesus. Und sein Licht wird zu unserem Licht. Ich darf Jesus selbst zitieren. Er sagt: Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also zu Jesus hingehen, auf Jesus hinschauen, das macht uns unsere Gesichter leuchten. Und zwar, einerseits können wir sagen, überkommt uns ein Strahlen, wenn wir angestrahlt werden. Andererseits gehen wirklich die Herzen auf. Also lasse ich den Geist Jesu, lasse ich Jesus selbst in mein Herz kommen, dann wird sich das über mein gesamtes Wesen zum Ausdruck bringen. Ich darf aus dem Matthäusevangelium zitieren und darauf hinweisen, dass in der Verklärung Jesu es für die Jünger ganz deutlich war, dass sie in Jesus Gott begegnen können. Es heißt, dass er den Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen hat auf einen hohen Berg und dann: Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Also den Jüngern war praktisch möglich, dass sie die Herrlichkeit Jesu als Herrlichkeit Gottes erkennen können. Diese Erfahrung, dieses Erlebnis erwartet praktisch allen, die auf Jesus hin offen sind, auch wenn wir in dieser Welt nur mit den Augen des Glaubens die Herrlichkeit Jesu wahrnehmen, aber in der kommenden Welt werden wir die
volle Herrlichkeit ganz unverhüllt wahrnehmen können. Für mich ist es eine ganz große Freude, dass ich Menschen kennen darf, ja, und ich zähle mich auch dazu, die in der Nachfolge Jesu selbst zu leuchtenden Menschen werden. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir sind jetzt mittendrin in diesem Geschehen, dass nämlich das Licht Gottes, das wir in Jesus sehen, und es ist das ungeschaffene Licht, dieses Licht Gottes erleuchtet uns. Und wir werden Teilnehmer am Leben Gottes durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Und der Geist ist eben dieser Lebendigmachende, der mehr bewirkt als das physische, biologische Leben, das wir in der Schöpfung kennen. Der Geist Gottes ist der Lebendigmacher hin zum Kind Gottes. Als Jüngerinnen und Jünger Jesu leben wir aus dem Geist Jesu, aus dem Geist Gottes. Und der Heilige Geist, ich sage es noch einmal, ist ja das Leben Gottes, die dritte göttliche Person, die in uns lebt, und wir leben hier das Leben Gottes mit. Die Theologen sagen, was Jesus, der Sohn Gottes, so vom Wesen her ist, nämlich als Sohn Gottes, das sind wir aus Gnade, das sind wir im Sohn, also in der Gemeinschaft mit Jesus, dürfen wir diese Ähnlichkeit haben mit Jesus. Und die Heilige Schrift sagt uns auch, wir sollen ja Anteil haben am Wesen und an der Gestalt Jesu Christi. So lehrt uns das Evangelium, dass wir durch die Gemeinschaft mit Jesus Licht haben in uns und selbst Licht werden und allerbeste Orientierung haben. Wir haben das Licht des Lebens, und zwar jenes Lebens, wie Gott es meint. Und zwar das Leben der Gotteskinder. Nicht bloß ein biologischer Prozess, den wir oder ein natürlicher Lebensprozess, den wir in der Botanik oder sonst beobachten können. Nein, es ist das Licht des Lebens der Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes, die haben besondere Ziele, die haben besondere Werte, also besondere Anliegen zu verwirklichen. Die haben ein besonderes Anliegen, nämlich die Liebe zu verwirklichen. Und dazu bekommen wir Orientierung, Leben und Licht oder die Weisheit, können wir sagen. Es hängt, so können wir feststellen, auch von uns ab, ob wir diesem Licht das Herz, das Leben öffnen. Im Johannesevangelium hören wir, wer die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Und es wird offenbar, dass die Taten in Gott vollbracht sind. Es ist letztlich im Lichte Gottes unser Leben. Unser Leben gestalten wir im Lichte Gottes, und ich nehme den ganz praktischen Vergleich, wenn Sie morgen früh aufstehen und Sie gehen hinaus und Sie stellen sich ins Licht. Sie können, wenn es nicht bewölkt ist, sich in die Sonne stellen. Und so
wie sie in der kosmischen Sonne sich erwärmen können, so wirkt das Licht, das Gott selbst ist und das er uns schenkt, dieses Licht wirkt auf unser gesamtes Leben erlösend, heilsam, erleuchtend, eben Orientierung gebend, inspirierend, motivierend. Das alles ist das Leben im dreieinigen Gott. Der dreieinige Gott selbst wirkt das in uns. Und ich darf darauf hinweisen, dass eben die geistlichen Autoren und im Besonderen auch dann die Mystiker immer wieder davon sprechen, dass wir dieses Licht, ja, dass wir Gott selbst in der Tiefe der Seele in uns haben. Die heilige Teresa spricht vom leuchtenden, strahlenden Kristall. Also ein Leuchten geht aus der Seele hervor und an uns liegt es, sagt sie, dass wir diesen Strahlen, diesem Leuchten des Kristalls in uns alles eröffnen, dass dieses Strahlen überall hinkommen kann in unsere gesamte Existenz und durch unsere gesamte Existenz dann praktisch auch in die Mitwelt. Also das Licht kommt aus der Seele durch unsere Lebensweise, durch unsere Haltung, durch unsere Art des Redens, durch die Art, wie wir den Menschen begegnen, kommt Licht zu den Mitmenschen. Ich möchte Sie einladen, dass Sie dieses Licht, dieses so belebende, dieses so mutmachende, dieses so erhellende, dass Sie dieses Licht in sich wahrnehmen und vielleicht sogar ein kleines Dankgebet mal unserem Schöpfer dafür zum Ausdruck bringen. Jetzt möchte ich aus dem 2. Korintherbrief zitieren. Da sagt Paulus, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Und er zitiert Gott selbst, denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes. Und dann kommt der berühmte Satz, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. 2. Korinther, 4. Kapitel. Gott selbst leuchtet auf in uns. Dieses Aufleuchten Gottes in uns, das macht so unsere Größe aus, unsere Würde aus. Ja, ich darf sagen, unsere Herrlichkeit macht das aus. Dieses Teilnehmen dürfen am Leben Gottes, dadurch, dass sich der dreieinige Gott uns schenkt. Ja, indem wir ihn, den Dreieinigen, in uns wohnen lassen, lässt er uns in sich wohnen. Wir können sagen, weil wir ihm Heimat geben, gibt er uns ewige Heimat. Eine wunderbare Sache. Die heilige Edith Stein hat sich damit beschäftigt und sie spricht gerne vom Geist des Lichts. Also damit meint sie den Heiligen Geist, die Gnade.
Und sie sagt, der Geist des Lichts ist seinem Wesen nach überströmende Fülle, vollkommenster, niemals sich vermindernder Reichtum. Also es sind große Worte, überströmende Fülle, vollkommenster, niemals sich vermindernder Reichtum. Das ist der Geist des Lichts. Schwestern und Brüder, wir dürfen teilnehmen an der Fülle, am Leben Gottes. Und dann sagt Edith Stein, die Seele, die den Geist des Lichts aufnimmt, wird von ihm erfüllt und behält ihn bei sich, auch wenn sie ihn ausstrahlt. Das ist das Schöne. Dieser Geist des Lichtes, den wir aufnehmen, den wir uns schenken lassen, erfüllt unsere Seele und er bleibt in unserer Seele, auch wenn wir ihn ausstrahlen. Und sie sagt, ja, je mehr die Seele diesen Geist ausstrahlt, desto mehr bleibt er bei ihr. Wir könnten das jetzt übersetzen und sagen, die Liebe, die ich jemandem erweise, diese Liebe, sie verlässt mich nicht. Sie bleibt in mir. Sie bleibt bei mir. Und trotzdem, ich schenke sie weiter. Oder darf ich mal humorvoll von der Wahrheit sprechen? Humorvoll deshalb, weil jemand meinte, die Wahrheit ist etwas ganz Kostbares. Also lasst uns sparsam damit umgehen. Wir Christen halten das nicht so. Wir wollen großzügig umgehen mit der Wahrheit. Gemeint ist, wir wollen die Wahrheit leben von Minute zu Minute, von Situation zu Situation. Jedes Ereignis soll in der Wahrheit gesehen und gestaltet werden. Die Wahrheit, die ich lebe, die verlässt mich nicht. Ich bleibe in der Wahrheit. Und so auch wie mit der Liebe, so die Wahrheit. Ich verschenke sie, die Liebe, sie bleibt bei mir. Ich lebe in der Wahrheit, sie bleibt bei mir und lässt andere teilhaben an der Wahrheit, in der ich lebe. Und das ist die Wahrheit Gottes. Edith Stein sagt sogar, je mehr der Geist der Liebe, der Geist des Lichts ausgestrahlt wird, desto mehr bleibt er auch da beim Menschen. Und so kann die Seele in diesem Geist des Lichts, also in diesem Geist Gottes, eine wahrhafte Stätte, eine wahrhafte Heimat und Geborgenheit finden. Wir erleben uns geborgen im Licht Gottes. Wir erleben uns geborgen im Geist Gottes. Wir erleben uns geborgen in der großen, befreienden, erlösenden Wahrheit Gottes. Und ich denke an den Apostel Paulus, der in der Apostelgeschichte den Leuten sagt, in ihm, also in Gott, sind wir, bewegen wir uns und leben wir. Also wir sind in Gott beheimatet, in Gott geborgen, in Gottes Licht haben wir da eine Stätte, eine Wohnung, dürfen wir sagen, die ewig uns als Erbe gegeben ist. Edith Stein weist uns auch darauf hin, dass Menschen, die im Lichte leben, in diesem Geist des Lichtes leben, dass diese auf ihre Mitwelt wirken, und zwar ohne, dass sie da eine willentliche Anstrengung vollbringen. Das wirkt, das strahlt aus, das macht Eindruck. Und das, was so ausstrahlt, ist jetzt für den Mitmenschen so etwas wie eine Einladung. Wie das Leben Jesu selbst eine Einladung ist.
eine Zusage, nämlich du bist geliebt, so auch unser Leben gegenüber den Mitmenschen, also begegnen wir einem Mitmenschen, der lebt der durch uns Christen, du bist geliebt. Also unser Leben ist eine Bejahung des Mitmenschen und eine Einladung, auch in diesem Licht zu leben. Und wenn nun dieser Mensch tatsächlich im großen Licht Gottes, im Licht Jesu sein Leben gestalten möchte, dann wird er unsere Nähe suchen. Und Edith Stein sagt, und jetzt haben wir die Lichtseienden, die im Licht Lebenden, die Lichtschenkenden, wir haben die schöne Aufgabe, auf die Quelle des Lichts, nämlich auf Christus selbst hinzuweisen. Und das, Schwestern und Brüder, ist das größte Geschenk, dass wir den Mitmenschen machen können. Es ist auch die größte Freude, die wir uns selbst machen können, weil wir auf diese Weise Menschen zum Leben bringen. Menschen zu Jesus, Menschen zu Gott bringen. Durch das Licht, das wir sind. Ich lade Sie ein, sich ein paar Gedanken zu machen über dieses Vermitteln, das Ihnen vermutlich schon gelingt. Sie brauchen sich nämlich gar nicht anstrengen. Jesus nämlich sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht ihr sollt es sein, nein, ihr seid es. Hast du mit Jesus Gemeinschaft, so bist du Licht. Also hast du mit mir Gemeinschaft, sagt Jesus, dann bist du Licht für die anderen. Dankeschön.